So. Seht ihr? Diese Korallen sind Gold wert. Literally Gold wert. Das ist so viel Geld, was die uns einbringen. Einfach so nebenbei. Ich finde das grandios. So, First of Summer, da haben wir es. Wir haben einen Tag vorm Sommer aufgehört. Ich bin auch so eine Nudel. There was an earthquake during the night. Yep, und wir finden gleich raus, weswegen. Gleich bald raus. Hi, Michel Hates, okay? Brook, come to old, old house, Brook. Bring coins. Wir können uns nämlich eine ziemlich coole Mütze abholen. Bevor wir das tun, das sieht schrecklich aus. Ich muss kurz ein bisschen Zeug loswerden. Wie machen wir das am besten? Davor die mag anscheinend niemand. Ich leg den Stuff hier. Obwohl, nehme ich mit, falls wir unsere Ex mitnehmen können. Woodshop, das alles weglegen. Die Hau wird wichtig. Verdammt, Fishing Rod nehme ich gleich mit. Nehme ich gleich die Axt und das Scythe mit. Und den ganzen Kabel werde ich wahrscheinlich brauchen. Gut, dann ich fange schon mal an, ein bisschen was auszulegen. Damit es schön aussieht. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Den Part muss ich dann ignorieren. Ich habe gerade keine Pickaxe, um mich um sowas zu kümmern. Aber werden wir schon noch früh genug machen. Ich lege jetzt nämlich einfach mal ein paar Felder aus, dass wir die bereitstehen haben, dass alles schnieke aussieht. Denn bis der Laden aufmacht, vergeht eh ein wenig Zeit und haben wir eigentlich genug Möglichkeit, hier alles zuzuhauen. Ich muss gucken, was ich noch alles zu essen da habe, dass wir vielleicht nicht gleich unbedingt abkratzen werden, nur weil ich hier schon mal angefangen habe, meine Felder auszulegen. So, dann hier nochmal. 2, 3, 4, 5, 6. Das ist halt behindert. Das ist halt echt behindert. Und ich muss hier übrigens so eine Kleinigkeit anschalten. Toilet Location, da kann ich mich wieder besser abschätzen, wie viel ich machen muss. So. Ja, das ist Pentagramm, wird noch früh genug kommen. Genau, da, Tarchen hat schon seine Anfänge gezeigt. Das wird alles noch früh genug kommen. Wir werden krank. Wir werden alle so krank. So. Wünsche, ich könnte dich einfach abbauen mit irgendwas. Sei denn, ich kann einfach gegen dich dagegen laufen. Du baust dich ab. Nein, okay. Dann hoffe ich einfach, dass meine Pickaxe bald fertig ist. Ich weiß nämlich nicht, wann ich die abgegeben habe. Dann möchte ich hier einen Pause-Part haben. Und dann setze ich hier direkt das nächste Feld durch. 6, 2, 3, 4. Es wird nämlich nur ein kleines Feld. Und hier möchte ich nur zwei kleine Felder haben. So. Einmal da. Einmal hier. So. Wir hätten das Ganze diesmal schön symmetrisch in Ehren von Mario, bevor der einen kompletten Draht abkriegt, wenn er jemals wieder das Let's Play gucken wird. Damit alles ein bisschen hübscher aussieht. Dann nehme ich meinen ganzen Stein, den ich habe. Den machen wir zu dem schönen Part. Oh, warte. Mario hat uns was beigebracht. Dass ich den Satz mal sage. So, dann legen wir das aus. Hopp. Ich möchte nämlich alles einfach einmal schön umrandet haben. Da können wir natürlich noch nicht hin, aber ich kümmere mich um alles. Ich kümmere mich um alles. Alles hat seine Zeit. Glaubt mir. So. Hopp. Dann habe ich hier schon mal etwas. Ich hab dich auch lieb, Shady. Habe ich alles schon ein bisschen schöner ausgelegt. Und dann können wir gleich rüberrennen. Wir holen uns die ganzen Seeds und schauen, dass wir das so schnell wie möglich ins Laufen kriegen. Dann habe ich einen ziemlich coolen Rocket-Start. Alles auf einmal läuft. Everyone is datable. Ich fände es schön, wenn man da wirklich alles durchdaten könnte. Und es Konsequenzen zu jedem Scheiß gebe. Sprich, was weiß ich, wenn ihr gerade Milfhunter sein wollt, à la Crypto, und ihr holt euch Robin. Und Robin mag euch dann. Und dann gibt es einfach einen riesigen Break-up mit Demetrius. Sebastian ist dann glücklich, Mara komplett zerstört und alle Charaktere erinnern sich, das wäre natürlich viel zu viel Shit. Pam would like to hire someone to fetch an Earth Crystal. You will be paid for your time. Ich glaube, wir müssten einen da haben, aber das ist jetzt nicht das Wichtigste. Und auf jeden Fall können wir mit den zwei Menschen hier reden. Yep, das kennen wir schon und deinen Dialog kennen wir genauso wie jeden anderen auch. Da rede ich einmal mit dir. Ja, vergessen, wie groß ich mir fällt. 6x6 habe ich es gemacht. Sprich 36 Melon Seeds hätte ich gerne. Einmal das. Das andere werden Blueberry Seeds sein.
Ich hoffe, das war das Richtige. Hauptsache Robin geht's gut. Wird man sich nicht angesprochen. Dann das kleine Feld war ein 4x6, sprich 24. Holen wir uns für Pepper. Und dann noch, ich glaube, Reddish hat uns 4. Ich weiß gar nicht, was das letzte, was mir viel eingebracht hat. Oder ob ich das mal anfange. Ich glaube, na, Moment. Da, Corn Seeds wollte ich haben. Und dafür wird mir das Geld nicht reichen. Aber das ist vollkommen fein. Das ist vollkommen fein. Da rein. Oh, bitte nicht. Abwürdespiel. Ich hoffe jetzt aber mal, dass meine Pickaxe schon fertig ist. Ansonsten müsst ihr die, glaube ich, morgen alles fertig haben. Und ansonsten hoffe ich, dass ich ein bisschen noch aus an Foraging Goods habe, die ich mir reinhauen kann. Verstehe ich das Spiel immer endlich. Hm. So, Gunther, habe ich echt nichts zum Donaten? Ah, ich hab's vergessen. Ah, sorry. Okay, dann hoffe ich, dass er oben fertig ist. Dann habe ich nämlich einen Geode gleich fertig. Ansonsten wird's etwas behindert. Oh, Coverpack ist perfekt. Sie ist fertig. Wenn ich Geld habe, gebe ich dir noch meine andere Axt ab. Okay. Ha? Hab ich. Ich hab das Geode weg. Ich bin ein Vollidiot! Ah! Hab's vergessen. Na gut, so kennt man mich. Ich bin so. Müsst ihr euch dran gewöhnen. Wenn ihr es euch schon längst getan habt. Okay, dann laufen wir mal oben rum. Ein bisschen rum. Wir haben alle Zeit der Welt. Wisst ihr was? Dann kann ich euch gleich was zeigen. Dann muss ich nämlich keine Foraging Goods gleich rausholen zu Anfang. Sondern wir lösen unser Problem etwas anders. Hallo Demetrius! Er ist nicht so ansprechbar. Sorry, I'm really busy. Oh, immer noch. There's so many plans to study right now. Gut zu wissen. Schade, dass du bei mir noch nicht vorbeigekommen bist. Es geht um Smash Bros. Mehr oder weniger. Und zwar, falls du Fire Emblem gespielt hast, in Fire Emblem, er ist noch nicht da, aber ich kann mal mit Robin und Mara reden. Hi. Hey, you found my ex. Hab ich voll vergessen. What a relief, I almost chopped my toe off with the other one I was using. Thank you. Kein Problem, dann, kriegen wir hier nämlich ein bisschen Geld für. Dann können wir nur mit Mara reden, just for the lulz. Einfach um es fertig zu haben. Und wenn ich ihn nicht verpasse, rede ich mit Sabi, sobald es 3 ist. Aber das müssen wir nochmal anders lösen. Und zwar in Fire Emblem gibt es den Charakter, deinen Hauptcharakter. Wenn du ihn von Anfang an bekommst, kannst du selbst gestalten. Das ist entweder Frau oder Mann. Und einfach um das Problem zu lösen, wegen Mann, Frau, haben sie ihn ganz simpel Robin genannt. Er heißt Robin. Übersetzt wurde das Ganze. Kenn ich gar nicht. Dann spielst du, das ist ein super tolles Ding. Okay. Übersetzt wurde das Ganze aber nach Deutschland. Nicht mal im Fire Emblem selbst, da ist alles vollkommen okay. Sondern einfach im Super Smash Bros. Heißt der Charakter Darain. Darain. Wieso man nicht Robin gelassen hat, ich weiß es nicht. Wurde einfach geändert, was ich ziemlich awkward fand, aber hey. Deswegen meinen wir auch, Robin heißt die Frau, bei der wir gerade eben nochmal die Axt abgegeben haben. Und wenn Stardew Valley jemals ins Deutsche übersetzt wird, dann wird es hundertprozentig Robin zu Darain geändert. So, wir haben hier nämlich eine Sauna mehr oder weniger, ein wundertolles Bad, bei dem wir uns auffrischen können. Die 3, die übrig bleiben, lasse ich mal stehen. Und wir gehen hoch. So, sind jetzt wieder komplett frisch. Und wird uns unser Leben ein bisschen einfacher machen. So, bärtiger Mann geht aus der Dusche. Die übrigens echt alt aussieht. Hoffentlich können wir die auch ein bisschen renovieren. Die sieht nicht so dolle aus. Wir laufen einmal komplett durch. Es ist 2 herum. Habe ich was zu essen? Nein. Aber sind wir mal so cute und wir warten mal kurz, bis Sabi rauskommt. Oder? Ich würde sagen, ja. Wieso ich nämlich abfangen möchte, ist der Grund, er geht nie aus seinem Zimmer raus. Er geht legitim nie aus seinem Zimmer raus. Das ist basically Crypto 2.0. Der Dude steht die ganze Zeit da dran und macht seine Arbeit. Ich weiß nicht genau, was er arbeitet, aber wir müssen jetzt auf ihn warten. Ein gutes Stück. Nämlich circa um 3 steht er auf und kommt raus. Und das ist der einzige Grund, wo ich ihn wirklich abfangen kann. Und dann noch abends, wenn er eine rauchen gehen möchte. Aber ansonsten, hey! Haha.
So, gut, er war der Einzige, der nichts mit Blumen haben wollte. Er ist oft am Strand und so. Er ist im Regen auch ziemlich oft draußen. Jeder mag Blumen außer ihm, verdammt. Und ja, es ist Sommer, das erkennst du an dem kleinen Boot da oben. Mit ihr kann ich nochmal reden. Nachts und im Regen, ja. Very nice weather, isn't it? Ja, das ist tolle Dialoge haben wir. Echt tiefsinnig. Ich mag dich. Echt super. Ich muss sagen, ich hatte es bei meinem Summer Playthrough noch ein bisschen leichter als alles andere. Ich hatte nämlich meinen Iridium Sprinkler. Das sorgt dafür, dass ich 24 Pflanzen automatisch fertig habe. Ich musste nichts dafür machen. Die waren instant fertig. Das war super convenient. Jetzt muss ich natürlich was dafür machen. Jetzt wird es anstrengend und ich werde viel Energie dafür brauchen. Sprich, jeden Sommertag, wo es gerade nicht regnet, was leider selten passiert, werden wir dafür nutzen, um diese Farm hier zum Laufen zu kriegen. Und ich kann diesen einen Stein entfernen. Der nervt mich nämlich gerade super dolle. So. Dann lass mal reinhauen. Ich hole mir noch Saps, falls ich welche da habe. Ich hoffe, ich habe noch welche da. Sag einfach ja. Oder generell ein bisschen Fertilizer. Yep. Yep. Perfekt. Dann. So. Ich werde den Sap nämlich in die Blueberries rein investieren, weil die im Endeffekt sich am meisten lohnen werden. So. Und den Rest schaue ich nochmal, wie ich das einsetzen werde. So, einmal ausgelegt. Dann nehmen wir Blueberries. Die geben nämlich ordentlich Geld. So, das ist fertig. Dann hier Melons. Da werde ich, glaube ich... ich werde in die Pepper nochmal was reinhauen. Das ist jetzt die Sommer-Foraging-Sachen sammeln. Ja, genau, hat er recht. Ist eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen. Wir müssen auf jeden Fall die Sommer-Foraging-Sachen da reinbringen, egal was. Diesmal werde ich es nicht verhauen, wie mit dem ganzen Frühling, wo ich dachte, oh, das werde ich beim nächsten Mal machen, ist nicht so wichtig, ich bin Seesterne. Wir machen das diesmal ein bisschen besser. Und ich werde mir vielleicht einen Grund und Boden schämen oder sowas. So, alles ausgepflanzt. Wunderbärchen. Dann hocken wir das einmal zu. Ich meine, das einmal zu. Einen Weg haben wir noch. Und machen das Ganze ein bisschen schöner. Und fangen schon mal an, hier die guten auszulegen. So, jetzt kommt der wichtige Part. All unsere Energie nutzen, einfach um den ganzen Kram zu bewässern. Es gibt an sich noch eine ziemlich convenient Art, alles auszulegen, was die Größe der Farm angeht. Aber das werde ich, glaube ich, erst im Fall machen, weil ich werde hoffentlich so viel Level machen bei den ganzen Farming-Stuff, dass ich ziemlich gute Sprinkler machen kann. Bis dahin habe ich hoffentlich genug Materialien für den Sprinkler und dann haben wir alles am Laufen. Ich habe einen perfekten Plan da oben. Alles ist da drin, alles ist schlau in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wieso mein Kopf in der letzten, kompletten zwei Sets hing. Ich hatte so viel Harvest Moon gewonnen, dass ich Angst hatte, irgendwas falsch zu machen, weil ich es dann später bereuen würde. Aber hey, man muss ein bisschen rausgehen. Ich hab das nur für deinen Stream gemacht, okay? Ich habe sogar die Cam extra angeschlossen gehabt, weil ich weiß nicht mehr, wieso nicht angeschlossen war. Wahrscheinlich für den Katzen, aber extra mal runtergegangen. Da unten alles angeschlossen. Und du? Ah, genau, ich habe alles richtig gemacht. Hier, das ist nämlich mein 6x6-Feld. Das Angenehme an einem 6x6-Feld zum Bewässern ist nämlich, ihr habt genau 4 Punkte, auf die ihr euch stellen müsst. Und von dort aus könnt ihr 9 Pflanzen direkt machen. Sprich, ihr habt alle 36 Pflanzen in 4 einzelnen Bewässerungsecken durch. Und dann ist alles super. Einfach einmal im Kreis durch und ihr habt alles. Das ist super convenient. So, gibt's sonst noch irgendwas, über was man reden kann? Ich überlege gerade, was gab sonst noch so schönes Neues bei mir, abgesehen, dass ich euch zulabern könnte, wie toll es mir geht. Nichts Besonderes eigentlich. Außer, ich habe gerade so einen inneren Kampf mit mir selbst. Ich bin nämlich, wie die meisten von euch wissen sollten, vielleicht auch gerade nach dem Zelda-Video, ich liebe Nintendo über alles, bei allem, was sie machen. Pia-Pia-Toilette. Aha, Tim. Ich bin speziell so... Ich bin ja ein großer Nintendo-Fan, so an und für sich. Der Punkt ist, ich bin schon die ganze Zeit überlegen, mir von dem Geld, das ich bekommen habe, ich finde es schade, dass die Gießkanne nach dem ersten Fall meist komplett useless wird. Ja. Kann man sich noch upgraden, dass man wahrscheinlich so ein riesiges Hyperfeld alle Harvest Moon Up durchgehen kann? Ich weiß gerade gar nicht. Steward nehme ich direkt mit. Heute ist nochmal ein Farm Day. Sprich, wir müssen auf jeden Fall nochmal alles durchgießen. Ich weiß, wir haben es gerade eben gemacht, aber es muss sein.
It's been so long since I heard from you, dear. Things are the same as ever back home. I miss you very much. Love, Mom. P.S. Found an envelope with some grandpa money grandpa left for you. Ich weiß, dass mein Dad mir das beim letzten Mal geschrieben hat, das bei meinem, aber da habe ich auch Mädchen gespielt. Also eigentlich ganz interessant. So. Ja genau, und ich bin schon eine Weile mit dem Gedanken am Spielen, ich möchte mir von meinem Geld, das ich noch hab. Mein Kopf. Nintendo Wii U kaufen. An sich möchte ich das schon seit einer Weile. Erst jeder, man möge vielleicht gerade als der PS4-Dude schlechthin sagen, schlecht Konsole, würde ich super doof. Aber an sich ist es immer noch ein gutes Stück Hardware und es sind super tolle Games drauf. Kann man nichts dagegen sagen. Fang bei Smash Bros. An, geh über zu Mario Kart und hast du nicht gesehen. Ja, PS4 hat keine Games, das ist der Punkt. Ich bin am überlegen, mir eine Wii U zuzulegen, aber ich bin gerade ein bisschen in Kampf mit mir selbst wegen den ganzen Rumors, die rumgehen, wegen der NX. Ich weiß nämlich nicht genau, was die NX werden soll. Es soll ja eine Konsole werden, obwohl nicht mal der Kram wirklich bestätigt ist, vor allem eine riesige Gerüchteküche gerade rumbrodelt. Deswegen bin ich gerade wirklich am überlegen, ob ich nicht einfach warten soll. Ich meine, ich kann warten. Ich warte generell oft auf Dinge. Ich habe 3 Jahre kein Bioshock Infinite gespielt, damit ich das Spiel auf einem neuen Rechner spielen konnte, damit es flüssig läuft, verdammt nochmal. Ich habe Prioritätensetzung, was Warten angeht. Aber ich bin gerade echt am überlegen. Weil langsam kommt dieser Zeitpunkt, hey, das neue Zelda wird angekündigt und ich werde es spielen, ich möchte es spielen, ich weiß es. Es gibt super viele tolle Games mittlerweile. Splatoon ist eines der Games, die ich unbedingt zocken möchte. Ich beschwere seit Release. Und ich bin so ein Kampf mit mir selbst, soll ich mir jetzt schon die Wii U kaufen und dann schauen, was mit der NX wird. Einfach jetzt schon mal die ganzen Titel genießen, die ich genießen möchte. Ich möchte es wirklich langsam. Ich würde sogar meine Gedanken spielen, vielleicht, wenn ich mir die Wii U kaufen würde, gleich mein restliches Geld. Im Endeffekt, von meinem Arbeit, ich bin ja nicht im Urlaub gegangen in den paar Monaten, die ich gearbeitet habe. Sprich, ich habe letztens das Urlaubsgeld ausgezahlt bekommen. Was super convenient ist. Man kriegt davon nochmal einen guten halben 1000 überschrieben und man hat das Geld für die Konsole und man hätte das Geld für einen Capture Card. Sprich, ich könnte auf jeden Fall was draus machen, wenn ihr Lust habt. Ich könnte mir beides holen, dann euch ein paar coole Aufnahmen bescheren. Müsst ihr Bescheid geben, wie sehr ihr Lust darauf habt, und ich werde mein Bestes tun, mich darum zu kümmern. Soon. Punkt ist halt, dass nochmal die Games nochmal natürlich ein gutes Stück kosten. Na, guck mal, der erste Part für das Community Center. Ich meine, es gibt halt nicht zu viele Leute, die sich was davon gekauft haben und... Ja. Ja, gut. Ich müsste mich halt reinlesen, was wirklich gut an Capture Card ist, was man empfehlen kann, was man sagt, was gut ist. Ich müsste mich da ein bisschen reinlesen, bevor ich überhaupt irgendwas kaufen würde. Übrigens, das ist hier ein Unterschied zwischen einer Grape und... Ha, eine Grape. Sind wir das gelegt? Weißt du was? Du kriegst eine Grape von mir, weil ich dich mag. Siehst du, er ist glücklich. This is a great gift, thank you. Wir werden socializen. Wir werden gute Menschen werden. Stell dich das vor, ich habe zum ersten Mal im Leben die Möglichkeit, ein guter Mensch zu werden. Oh. Müssten wir vielleicht nochmal privat ein bisschen schreiben, wie du die wirklich findest. If you need any buildings from your farm? Ich weiß. Ich werde mich auch melden, sobald ich alles habe, Robin. Aber ich habe, glaube ich, leider gerade nichts zum Schenken für dich, nein. Die 2 Dinge, die ich hier nämlich habe, lege ich direkt hier ins Community Center rein. Oh, und ich habe vergessen, was mitzunehmen. Nein. Hol dir bloß nicht die Light. Wieso? Hatte hier ganz viel Compression, die du nicht willst, und verhaut dir dann alles. Da haben wir Sommer. So, einmal das und Sweet Pea. Sweet Pea habe ich vorhin verschenkt, ansonsten hätten wir das jetzt fertig. Ja, ich bin ein Trottel. Gut. Komponentenkabelunterstützung, ja. Might be important. So, ich möchte einmal das abgeben oder vorgeben. Gucken wir noch, was aus unserem Geode rauskommt. Vielleicht ist es ja was Schniekes. Und ich möchte nochmal beim Strand vorbeischauen. Eine Broken CD. Yeah. Warum mich Crypto Brains hingewiesen hat. It's a GeoGenet 2.0 Trial City. They must made a billion of these things. Leider können wir nichts mit anfangen. Obwohl, ich könnte sie theoretisch nochmal irgendwann mal verladen.
warten, so, ein bisschen verscherbeln, weil es gibt ein Achievement dafür, dass man alles mindestens einmal shippt. Deswegen, wieso nicht? I've encountered some beautiful shells in front of my house. I would imagine the rare varieties to be quite valuable. Wahrscheinlich. Diese CDs sind Gold wert. If my hair wasn't so bubbly of the ladies, I'd swear to shave it all off in a second. Nein, Alex. Life is not tough. Refined quartz? Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr, Tardy. Ew, you're all dirty. Oh, ich hasse dich jetzt schon. Aber hey, ich hab's schon reingeworfen. Wenn ihr unbedingt wollt, dass wir mit irgendjemandem eine Romanze angehen und ich werde dann Strawpoll dazu starten, sagt Bescheid. Ich werde gucken, dass ich was draus mache. Das wäre lustig, wenn man einen Underkant hätte. Stell dir vor, er hätte eine War actually ziemlich great, ich würde es feiern, wenn er einfach wirklich eine Glatze haben könnte. Die haust du in deinem Recycler und bekommst für eine CD einen Refine. Fuck! Ich schmeiß dich schon die ganze Zeit weg, ich fühl mich scheiße. Ah, das ist dämlich. Das ist echt dämlich. Muss ich mal reinwerfen. So, hi Leia, ich habe leider nichts für dich. The sound of farm animals is great, isn't it? Ja, super toll. Ich habe nur leider noch nicht wirklich viel, also kann ich eigentlich gar nichts zu sagen, aber ich tue so, als ob ich weiß, was du meinst. So, haben wir hier gerade noch irgendwas? Wir haben Trash. Und wir haben Trash. So, schade. Ich habe gehofft, hier löst gleich eine Kleinigkeit aus. Okay, was machen wir? Oh, genau. Habe ich vergessen. Ich wollte meine Geodes abgeben. Ich habe zu viele Gedanken in meinem Kopf. Die müssen alle raus und die schwirren gerade vor sich hin. Ich gucke hier kurz mal rein und rede einmal mit Sam. Weil er gerade vor mir aufgeploppt ist. Stehst du auf Muscheln? Perfekt, der steht auf Muscheln, das freut mich. Dann können wir noch mal einmal mit dir reden. Goodbye for now. Okay, bye bye. Sam ist ein cooler Dude. Das wird dich ewig verfolgen. Vor allem ist es so dieser Gedanke, ich meine, es ist nicht mal Mario in der Nähe gewesen, als ich das gemacht habe. Und da haben wir das letzte für den Sommer. Es ist nicht mal Mario in der Nähe gewesen oder irgendwas. Ich habe das einfach nur ein kleines, cutes Bild gemacht. Dachte mir, yo, machst du total den Lacher. Es wird mich verfolgen. Es wird mich schlimmer verfolgen, als jeden Push, den Mario je von mir gemacht hat. Weil die hat er massenweise. Das da, das ist einzigartig. Mom won't let me have any more gummies today. So. Hi. Thanks a lot. Looks nice. Kein Problem. So. Die giggelt einfach wieder vor sich hin. Sie weiß nicht, wohin mit ihren Gefühlen. Mach doch ein Emote draus. Idee wäre nicht schlecht, nur vielleicht möchte gerade jemand von euch das mal runtercroppen auf 16x16 oder 32x32 und dann seht ihr, wie das aussehen würde und dann macht es halt keinen Sinn. Nope. So. Petrified Slime und diesen wunderschönen Prehistoric Vertebra können wir jetzt einmal abgeben. Und Trash-Check. In dem leider nichts drin ist. So. Hallo. Du kriegst einmal den hier von mir. Wir haben einen neuen Reward dadurch unlocked. Den wir jetzt direkt abholen werden von Gunther. Collect Rewards. Yay! More Melon Seeds. Perfekt. Haben wir gleich was gespart. Vier. Um vier. Alles korrekt. Alles korrekt und alles komplett. Alles super. Ansonsten, ja. Ich kann übrigens sagen, ich werde den Bug nicht abusen, aber ich habe einen gefunden. Ihr werdet das nicht richtig sehen, aber wenn wir in diesem Slow-Pace-Tempo laufen, vor mir ist gerade übrigens mein Steam aufgegangen. Wenn du im Lauf Shift tappst, dann kannst du die Zeit slowen. Sprich, alles pausiert sich, du läufst in der Snail-Pace, aber die Zeit wird sich nicht verändern. Was dir im Endeffekt lauter Zeit gibt, dein Saft zu vollenden, falls du wirklich knapp hast. Ich werde es nicht verwenden. Ich denke, ich sollte das nicht in einem Let's Play Aufnahmegedöns geben, bringen. Vor allem, weil es sowieso ohnehin wahrscheinlich gefixt wird. Aber ich möchte es mal merken. Ich werde nicht versuchen, das jetzt irgendwie auszunutzen. Und hey, siehe da. Wir unlocken einen neuen Part. Und zwar das Bulletin Board. Bada bing. Oh, doch nicht. Erstmal den Tank. Da hinten. Sorry. So. Das haben wir. Danach kommt Bulletin Board. Oder Vault? Ich weiß es nicht. Ich hab's gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube Vault erst. Nein, nein, Bulletin Board, dann Vault. So rum. Ich bin mir sicher. Jetzt kann mich nichts mehr vom Gedanken abbringen. Wir müssen aber alles gemacht haben. Wir können noch einmal kurz mit Demetrius reden. Just to have it. So.
It's pretty convenient, I know. Wurde schon gefixt in 1.05. Ja, das sprich, eigentlich könnten wir es gerade noch in dem Set abusen, sollten wir einen Moment haben, wo ich irgendwas komplett verpassen sollte. Aber I won't bet my bucks on it. So, dann wieder ein Sweet Pea. Nehme ich mit, weil wir das vielen Leuten schenken können. Gerade jemand wie Haley, da funktioniert das. Ich glaube, Frauen mögen das generell, Blumen und so. Ich weiß es nicht. Ich bin doof. Clay, wenn wir brauchen, den lege ich auch direkt erstmal weg. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, können wir gleich noch ein bisschen farmen gehen. Und mit Farmen meine ich... Vielleicht in die Mine gehen, ich hoffe es.